Hey Leute, wie geht's euch? Ich begrüße euch zu einem neuen Video an einem ganz besonderen Tag und heute werden wir auch was ganz Verrücktes machen, denn bei YouTube gibt es mittlerweile eine neue Option. Wir können nämlich Umfragen jetzt machen. Also ihr könnt einfach mal hier oben irgendwo in der Ecke dieses Infosymbol anklicken und dann bekommt ihr zwei Möglichkeiten, eure Meinung kundzutun. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das einfach mal dann irgendwie anklicken würdet, damit wir mal sehen, ob das irgendwie funktioniert. Und um was geht's eigentlich an diesem besonderen Tag, an diesem Tag, an dem allein Lufthansa Cargo 1000 Tonnen Blumen nach Deutschland verfrachtet. Ja, ich rede vom Valentinstag, der ist nämlich heute am 14. Februar. Und mich würde interessieren, was ihr vom Valentinstag haltet. Sagt ihr, hey, das ist ein cooler Tag, an dem die Pärchen sich einfach mal ihre Liebe gestehen können, einen schönen Tag miteinander verbringen? Oder sagt ihr, nein, das ist alles inszeniert von den Blumengeschäften, damit die wenigstens an einem Tag mal einen umsatzstarken Tag haben? Das würde mich interessieren. Wie gesagt, da wird es zwei Auswahlmöglichkeiten geben. Einfach mal eins anklicken und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich habe mich informiert, wo dieser Brauch überhaupt herkommt, dieser Valentinstag. Und da erzählt man sich zwei große Geschichten von christlichen Märtyrern, das heißt, die wurden dann für ihren Glauben umgebracht. Zum einen von Valentin von Rom. Dieser hat 250 nach Christus angefangen, Paare zu trauen, denen es verboten wurde, getraut zu werden. Nämlich der Kaiser Claudius II. Hatte da was dagegen und gesagt, nee, die werden nicht getraut. Und dieser Valentin von Rom hat es trotzdem gemacht. Zusätzlich hat er ihnen auch noch Blumen von seinem eigenen Garten geschenkt. Welch große Geste. Ja, und diese Paare, diese Verheirateten, die sollen auf jeden Fall immer sehr schön und lange zusammen gelebt haben und diese Ehe stand dann unter einem besonders guten Stern, erzählt man sich. Die zweite Geschichte, beziehungsweise nein, die Geschichte ist ja eigentlich schon gar nicht zu Ende, denn der Claudius, der war darüber so empört, dass er dann am 14. Februar 269 hat er nämlich dann diesen Valentin von Rom enthaupten lassen, weil er Christ war und diese Pärchen getraut hat, so, und den Blumen geschenkt hat, so. Ja, der Valentin von Terni, das war auch ein Märtyrer, er wurde irgendwann mal nach Rom beordert und sollte einen Sohn heilen, was er auch erfolgreich getan hat, aber da er auch Christ war und so erfolgreich im Heilen war, wurde er dann auch am 63. Meilenstein zu Rom enthauptet, wahrscheinlich auch an einem 14. Februar. Also diese beiden Märtyrer, das sind wahrscheinlich die Ursprünge unseres Valentinstags, man weiß nicht genau, ob das jetzt eine Person war, ob das zwei Personen waren. Ja, auf jeden Fall, das soll der Ursprung sein und ja, dann würde ich mal sagen, wie gesagt, entscheidet euch, welche Meinung ihr zum Valentinstag habt. Und dann hoffe ich doch, dass wir uns bald mal wieder sehen. Macht's gut, bis bald und ciao.